Hallo verehrte Zuschauer, willkommen zu Half-Life 2. Der sechste Part inzwischen, wir spielen wieder Gordon Freeman und los. Uns verfolgt auch immer noch dieser dämliche Heli, den wir aber elegant ausweichen. Wow, okay, nicht unbedingt zwangswillig. Kann man die Dinger eigentlich auch zum Jumpen benutzen? Nur gleich mal ausprobieren, finde ich. Scheiß Hängedinger da. Elegante Rechtskurve, wir nehmen den schlimmen Weg. Hier, yeah, da wo auch gleich wieder so ein Dings zu sehen war. Und wir müssen wahrscheinlich hier oben lang. Obwohl der andere Weg, der wäre wahrscheinlich auch witzig gewesen. Yeah! Okay, und rein hier. Weil hier haben wir bereits für uns schon mal eine Dingens hier hingesetzt. Okay. Ja. Aufladen. Anzug, haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Boah, lecker. Und na, leider nicht ganz voll, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Der wirft hier noch Bomben rein, die alte Drecksau. Hallo? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, dass mein Fahrzeug mit runtergeht. Wow. Der wirft hier tatsächlich Bomben rein. Was soll denn das? Bin ich jetzt eigentlich hier nicht so nett, ne? Okay, das war jetzt vielleicht nicht so geplant, aber ist mir auch egal. Und weiter. Wir fahren. Immer noch Hovercraft. Oh mein Gott. Nicht auf mich. Bam. Ja, nee, ist klar. Schaffe ich. Schaff's nicht. Huh. Und durch da. Yeah. Alles klar. Perfekto. Heli immer noch da? Ich höre doch hier irgendwas, oder? Nee, anscheinend nicht. Ach, gut so. Schnell in den Tunnel rein. Wow, nicht das Scheißding. Yeah! Das war geil. Das war der Burner gerade. Whee! Wow. Der Heli. Wie kommt der hier nicht hinterher? Ah, und Ladedaten. Oh, das war aber derbst geil. Das hatte Alarm für Korall-Feeling. So was von derbe geil. Cool. Ja, Ladedaten. Ich sing schon wieder. Was lädst denn da alles? Oh, heute noch bitte. Dankeschön. Und meine FPS-Zahl ist mal eben kurz in den Keller gegangen. So, okay, dann haben wir wieder ein kleines physikalisches Rätsel. Hier auf der Seite müssen wir die Rampe hochmachen, damit wir über das Tor können. Dementsprechend müssen wir dann mit der Windmühle, nein, natürlich nicht, hier in dieses komische Teil was reinmachen. Aber so, dass es auch hier bleibt. Beziehungsweise unten bleibt. Ich wollte gerade sagen, komme ich jetzt hier noch irgendwie wieder raus? Würde ich eigentlich ganz gern. Ach, Gott sei Dank. Okay, dazu laufen wir erstmal hier lang. Hier ist eben, glaube ich, ein Zombie. Da ist er schon. Scheiß Trick, Saudi. Lebte der Headcrab nicht eben noch? Egal, auf jeden Fall jetzt nicht mehr. So, eine Kiste mit etwas, was ich gar nicht gebrauchen kann. Okay. Eine Leiter. Leitern sind doch immer gut. Dann jumpen wir mal hier rauf, denn da hinten haben wir eine Waschmaschine oder ein Herd. Den wir doch super dazu benutzen können, oder? Ja, eine Waschmaschine. Den können wir jetzt schön da reinschmeißen. Und dadurch sollte das Ganze dann funktionieren. So ist der Plan. Und tschüss. Oh yeah. Ich bin gut. So, jump. Jetzt brechen wir wahrscheinlich wieder ein Bein oder so. Nee, anscheinend nicht. Okay. Ah, kleinen Rückwärtsgang und mit Vollgas durchbrettern. Oh yeah. Und da wollte ich jetzt nicht lang, aber okay. So, weiter geht's. Wir haben auch schönes Wasser hier wieder, nicht wieder so eine Pampe. Und ja. Oha, wir sind an einer Grenze. Du bist Freeman, oder? Ja, ich bin Gordon Freeman. Gordon Freeman. Bla bla bla, Mr. Freeman. Okay, wir befinden uns an einem komischen grünen Steak. Steak. Wir sind schon beinahe von hier
hier weg. Oh, hey, du schon wieder. Oh, gibst du jetzt Waffe? Beeilung. Wir müssen die Zelte abbrechen und schnellstens weg. Grüße an Dr. Freeman. Ja, dann mach mal an da. Zeig dir, was auf dich zukommt. Achso, hier rein? Ja. Okay, wo sind wir? Oh, hast ein bisschen viel gefuttert, glaube ich, ne? Da, schau dir das an. Ja, ich gucke ja schon. Das hier ist der Damm, ist nicht weit von hier. Okay. Eli ist hier versteckt, direkt am Perimeter, mitten im alten Wasserkraftwerk. Okay, cool. Aber wenn der Jagdschrauber an dir dranhängt, kommt man da praktisch nicht hin. Na, das ist natürlich schlecht. Die gute Nachricht. Der Votigond bringt das Luftboot gerade auf Vordermann. Danach hat es noch mehr Feuerkraft. Ich glaube, er wird gerade fertig. Raus jetzt. Oh ja. Gut. Alles klar, danke. Man sieht sich. Bis dann. Okay, schade. Ich kann die Tür leider nicht zumachen. Na, fertig, Kumpel? Kumpeline? Hui! Stimmt. Oh, hier oben. Mal gleich mal weg ausprobieren. Uah. Funktioniert sehr gut. Das benutzen ja auch diese die Helis und so weiter. Wenn die abhauen, ist klar. Tja, nur weil ich jetzt genauso gut wie du bin, wenn nicht besser. Okay, lassen wir ihn abhauen. Ist okay, ist okay. Und wieder eine Sprungschanze. Yippie! Okay, ziemlich unspektakulär. Wehe, ihr macht das scheiß Tor zu. Ich war sauer. Okay. Ich weiß sowieso, dass, ja, dass das Tor da hinten gleich zugemacht wird. Von daher begebe ich mich schon mal auf diese Seite hier. Und Brady hinten alle. Bam! Weg. Bam! Bam! Oh, wo kommen die denn alle her? Yeah! Spray Attack! Kleines Lager gefunden hier. Was ist das noch? Cool. Ist ein Anzug, glaube ich. Okay, mehr brauche ich, glaube ich, auch hier gar nicht. Hier ist schon wieder Pumpe am Dampfen. Und dann fahren wir hier einfach weiter und durch. Und schon wieder dieses scheiß Drecksding. Aber jetzt kann ich die scheiß Raketen abfangen, wenn ich es denn schaffe. Was ich nicht tue. Yeah. Yeah. Das war episch. Episch. Ja, ich schon mit meinen Wörtern. Oh yeah, und ich kann das Ding irgendwie selber nicht fahren. Oh. Ich hab keine Muni mehr. Egal, mal kurz aufladen, lassen wir die mal kurz in Ruhe und lade Daten. Hoffentlich nicht wieder so lange wie eben. Vor 2-3 Minuten. Anscheinend doch. Nein, doch nicht. Zumindest nicht zu lange, ist okay. Von wo schießt ihr denn da hinten noch? Du bist schon lange weg. Oh, eine Kiste. Ah, Anzug, sehr gut. Oh, und wieder schönes Wasser. Ah ja. Kein Bock, mich mit dem Scheißding da anzulegen. Wow, wow, wow. Also fahre ich einfach gut weiter. Ja, fail würde ich sagen, ne? Scheiß Panzer. Nicht mit mir. Oh, da war der G-Man wieder eben. Hier können wir auch lang. Hier müssen wir zwar nicht lang. Aber wir könnten hier lang. Da hinten ist wahrscheinlich noch ein paar Goodies, aber ich glaube auch ein paar Zombies. Ich glaube, ich war da schon mal. Also, egal. Hoppla. Und weiter. Ich würde ganz gerne mal zum Damm. Oh. Immer sogar laufen mit Zombies. Gefällt mir jetzt ja nicht so. Zombies sind zwar irgendwie verdammt leichte Gegner, aber auch Season-Gegner. Wow, was war das denn? War mal ein Mega-Jump gerade. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Bam, doch. Der Drecksack hat da hinten so ein Dings gemacht. Das gibt's ja nicht so. Und die da hinten werfen auch noch solche Dinger runter. Unglaublich, unglaublich. Kommen wir hier hoch? Ja, also, so ist das Problem. Ja, es gab keins. Ja, bringt das jetzt was, wenn ich hier hoch war?
eigentlich ja nicht so, ne? Achso, ich war schon richtig. Ich habe schon wieder eine Abkürzung genommen, die ich gar nicht mehr bemerkt habe. Cool, ja, so bin ich halt. Lampe kann man aufschließen? Nein. Wow. Wieder ein hässliches Drecksviech, wo immer Köpfe und so rausfliegen. Uäh. Widerlich. Oh Gott, hoffentlich hören wir bald mal auf mit dem Gedingse hier. Es war schön, dieses Mobil zu fahren, aber irgendwann reicht's ja auch, ne? Okay, fail. Gebe ich ja auch zu. Okay, Autsch. Autsch. Okay. Scheiß Drecksviecher hinten. Ich versuche meinen Teil da kaputt zu machen. Finde ich jetzt aber nicht so schön. Okay, wenn ich wüsste, wie man das hier noch macht. Alles klar. Okay, jetzt muss ich irgendwie hier rauskommen. Shit. Oh, wie viele sind denn hier? Ja, mehr als einer. Nein! Rein da rein! Oh ja, gerade noch so geschafft. Das war schon nicht ohne. War sowas von mal nicht ohne. Und schnell hier durch. Und nichts wie weg. Folgen die mir hier rein? Ich hoffe nicht. Okay. Ah, Gott sei Dank. Wieder für einen Moment Ruhe, hab zwar nicht mehr viel Leben. Ich hoffe, ich finde ja hier irgendwie nochmal was. Nochmal kurz lade Daten, das heißt immer eigentlich nichts Gutes. Naja, eventuell doch, aber... Oh Gott, die Heli-Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ein bisschen Leben wäre nicht schlecht. Aber das ist echt nicht ohne. Scheiße. Ich will nicht sterben, noch nicht. Scheiße, er kommt schon, glaube ich. Oh, wo ist er? Da ist er. Shit. Ja, der hat, irgendwann dreht er richtig durch, dann ist hier alle 5 Meter liegt dann hier eine Bombe. Das ist dann schon ein bisschen sehr übertrieben. Ja, er fängt erstmal langsam an, aber... Aber irgendwann dreht er durch. Ja, er dreht durch. Er dreht durch. Nur komisch, wo er da oben anfängt. Oh, ich habe einen guten Platz diesmal erwischt. Und wie er durchdreht, der Affe. Oh nein, oh nein. Nein! Nein! Kleine Drecksau, du! Ich lebe auch nicht mehr lang wieder. Schon wieder Debs Leben verloren. Hier oben haben wir noch was. Oh, was habe ich da denn gerade alles aufgenommen? Yeah! Und läuft. Und läuft. Aus welcher Werbung ist das nochmal? Schreibt es mir in die Kommentare. Und läuft. Ironix und läuft? Nee. Expert und läuft? Irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Okay, egal. So. Noppen 5. Okay, dann machen wir jetzt Noppen 5 auf. Ganz geschmeichlich natürlich. Ganz in Ruhe. Alle Zeit der Welt. Heute noch. Okay. Und schön, eventuell wieder ein bisschen Leben verloren. Wie auch immer. Dann fahren wir hier nochmal hoch. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss.